heute den Adria Twin Supreme 600 SPB. Hier in einem wunderschönen Expeditionsgrau auf BFT Goodrich Alterer Reifen. Das Fahrzeug ist 5,99 Meter lang und hat eine Breite von 2,05 Meter sowie eine Höhe von 2,59 Meter. Wir haben hier das schöne Skyroof und oben eine Markise von Dometic. Elektrische Eintrittsstufe, Wassereinlass klar. Wunderschön dieses Logo hier. Schön gemacht. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite. Und ihr seht schon, das ist kein Silber und auch kein Weiß. Das ist ein schönes, leichtes Grau. Das sieht wirklich modern aus. Wir haben in dem Fahrzeug verbaut hinten die Parktronik, oben eine Kamera. Kann man alles ganz gut sehen hier. So. Und hier haben wir dann die üblichen Klappen und Fenster vom Bad, das Fenster, darunter die Toilette, dann der Truma-Kamin sowie der Stromzugang und der Dieseltank. Ja, und jetzt gehen wir. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie man auf 6 Metern einen citytauglichen Kastenwagen baut. Wir haben jetzt hier eine Farbgebung in Hochglanzweiß mit grauen und anthraziten Elementen. Die Sitze sind in Kunstlederstoff. Der Tisch höhenverstellbar, ausklappbar. Abnehmbar. Ich kann ihn einmal da unten noch einhängen, so dass ich hier noch eine weitere Schlafmöglichkeit baue, eine kleine. Oder ich hänge ihn draußen dran und dann habe ich hier draußen den Tisch für, ja, aus dem Fahrzeug sitzen. Hier haben wir nochmal Ablagen mit Gummizügen. Das ist ganz praktisch, da kann ich, ja, vielleicht Schuhe reinstecken, Zeitungen, Karten, alles Mögliche. Ja, dann haben wir da drüber das ausklappbare Brett, die Verlängerung der Arbeitsfläche. Das ist schön gemacht. Und jetzt schwenken wir einmal kurz hinein, dass ihr mal einen Überblick kriegt. Hinten das Querbett. Kurzer Blick auf, ja, das geschlossene Badezimmer. Hier ist der Kühlschrank, die Küchenzeile. Und jetzt drehe ich mich einmal um und gehe nach hinten durch und gebe euch mal einen Gesamtblick durch das Fahrzeug. Licht durchflutet, angenehme Deckenhöhe. Also ich habe hier mit meinen 1,87 Meter immer noch, ja, 4 Finger Platz über meinem Haar, was nicht so lang ist, aber das reicht trotzdem. Wir haben bei diesem Fahrzeug hier verbaut die 9-Gang-Automatik und ich zeige euch mal den Sitz. Also diese Stoffgebung und Leder. Stoff-Leder-Farbkombination ist wirklich toll. Muss ich wirklich sagen, gefällt. Ja, dann haben wir natürlich das riesige Fenster hier vorne, was viel Licht reinlässt. Das kann ich natürlich verdunkeln, keine Frage. Aber mein Stauraum ist natürlich begrenzt. Jetzt haben wir hier oben diese schönen Klappen. Da ist viel Platz hinter. Ja, da kriegt man noch einiges rein. Es ist und bleibt ein Kastenwagen, das muss man ganz klar sagen. Und der Kompromiss ist dann einfach weniger Stauraum. Hier sieht man übrigens, dahinter sind die Zugänge zu der TV-Vormontage. Ja, der Vorteil an einem 6-Meter-Auto, es ist halt großstadttauglich. Ich kriege den eigentlich überall geparkt. Da ist auch noch mal ein kleines Fach. Hier ist das Kombi-Bedienelement Truma und Adria. So, und wenn wir uns jetzt mal gerade drehen und in die andere Richtung gucken, dann sehen wir hinten den Schlafbereich. Und hier die Küche. Kastenwagen typisch, 2 Kocher. Ja, die sind hier auf der Seite, so dass ich hier direkt Frischluft habe nach draußen, wenn die Tür auf ist. Wir haben hier oben drüber Stauraum. Moment, ich schwenke euch gerade hoch.
Zack. Da geht auch einiges rein. Dann haben wir natürlich hier auch eine 230 Volt Steckdose, Lichtschalter. Und wenn wir jetzt hier runter gehen, haben wir hier Waschbecken, Wasserhahn. Was ich hier mag, ist eigentlich diese komplette Einheit, weil ich da mit einem Lappen einfach raschell drüber gehe, ins Waschbecken rein und fertig. Das ist wirklich super. Und jetzt gucken wir uns hier mal die Schubladen an. Die sind auch verhältnismäßig groß und tief. Hier geht viel rein. Natürlich soft close und automatisch verriegelnd. Das Ganze noch mal eine Etage tiefer. Gleiches Spiel. Und unten natürlich auch. Dann habe ich hier auf der Seite den Kleiderschrank. Den mache ich euch mal auf. Und jetzt schwenke ich euch mal wieder ein bisschen hoch. Ihr seht, hier ist eine Kleiderstange drin. Und wenn wir jetzt runterschwenken, haben wir genug Platz für Anzüge, Hemden, Kleider, Röcke. Da passt alles rein. So, dann haben wir direkt daneben oder über dem Kleiderschrank den Tedford Kühlschrank. Und was ich hier mag, ist, dass man halt hier auch in die Tür entsprechend große und dicke Flaschen reinkriegt. Das ist super. Eisfach. Also hier kriegt man auch für zwei Leute gut Nahrung rein. Das passt schon. So, ganz kurz nach hinten. Stauräume an den Decken oben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Klappen. Ich mache euch mal exemplarisch eine auf. Und da seht ihr, da geht ordentlich was rein. Also hier kriege ich auch genug Kleidung unter, zusätzliche Dinge. Wirklich schön. Ich habe oben drüber ein 40er Hickey. Hinten in der Tür die beiden Fenster. Das ist auch nochmal separat verkleidet. Und ich habe in den Ecken jeweils kleine Staufächer, kriege ich auch noch mal was unter. Und was mir halt bei Adria gefällt, die haben so ein Schienensystem für Licht. Und da kann man halt auch zusätzlich noch dafür kriegen, so ein USB-Steckerli, was man da reinsteckt, dann habe ich dann auch da Strom. So, die Matratze lässt sich hochklappen, sodass ich den Stauraum optimal nutze. Wir schwenken einmal kurz rein, aber ich mache das gleich von innen auf, beziehungsweise von hinten auf. Hier ist nochmal so eine kleine Trittstufe, dass man gut ins Bett kommt. Und dann habe ich hier nochmal einen Staukasten. Das wird jetzt arg dunkel hier. Schaut mal, ja, kann man nicht viel sehen. Ne? Das ist dunkles Holz und dunkles Auto. Ist dann so, Lattenrost. Und jetzt gehen wir mal ins Bad. Ziehharmonika-Tür hier. Da habe ich meine Toilette. Und mein Fenster oben drüber. Nochmal Ablage. Ups, das war jetzt zu schnell. So, da kriege ich auch gut was rein. Dann haben wir da ganz oben im Dach Abluftpilz, Handtuchhalter oder Wäschetrockner, Spiegelchen. Schönes Waschbecken. Und wenn ich hier halt duschen möchte, dann ziehe ich mir das magnetisch gehaltene Abtrennteil auf. Und dann habe ich hier eine vollwertige Dusche. Nochmal mit Ablage für Seife. Und genug Fläche. Der Vorteil hier ist, man hat hier oben im Schulterbereich mehr Platz. Das heißt, hier kann man die Arme heben und sich immer auch ein bisschen besser waschen. So, wenn man fertig ist, dann trocknet man das einmal mit dem Handtuch ab und schiebt die Tür wieder auf und sie wird dann magnetisch gehalten. Hier nochmal ein Handtuchhalter hier oben. Zack. Ja, und ein LED-Licht an der Decke. Das passt. Ja, das ist Campervan auf 5,99 Meter, voll innenstadttauglich, klein, schlank, wendig. Schönes Fahrzeug.
Hier vorne nochmal ganz kurzer Blick, zwei Getränkehalter und natürlich nochmal zwei Gurte, also auch für vier Leute ausgelegt. Kann man bequem reisen und hat dann halt den Tisch während der Fahrt vor sich, wo man seine Getränke unterbringt. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir schon mal ein Like da. Ich gehe jetzt nochmal nach hinten, mache euch hinten die Türen auf und zeige euch nochmal den Kofferraum bzw. die Garage hinten. Vergesst das Abonnieren nicht und macht die Glocke an, damit ihr keine Videos von mir verpasst. Das ist hier alles auf Maß geschneidert. Hier kriegt man jede Tür auf, ohne dass man ein anderes Auto berührt. Das ist schön. Ja, das ist schon sehr großzügig hier, das muss man wirklich sagen. Da kriegt man einiges rein. Und hier seht ihr auch, es gibt eine Trennwand hier, die kann ich zuklappen und dann habe ich den ganzen Bereich hinten getrennt. Hier sind nochmal Staufächer, zwei Stück. Gucken, ob wir da gerade dran kommen. So, da ist auch nochmal ganz gut Platz drin. Und hier ist dann unser Gaskasten. Da geht dann in dem Falle 2x11 rein, stehen aber hintereinander. Ja, Freunde von mir haben das gelöst, indem sie den Gastank fest verbaut haben. Aber das ist ja jedem selber überlassen. Fuzurösen am Boden. Und nochmal ein Blick von hinten durch das Fahrzeug durch. Auch sehr schön, sehr hell. Man hat halt hier nochmal diese Aussparung in den beiden Seitenwänden. Dadurch hat man halt nochmal eine schöne Breite vom Bett, beziehungsweise Länge vom Bett. Man liegt ja hier quer drin. Und vorgegeben von Adria ist halt das Kopfende auf der Beifahrerseite und das Fußende auf der Fahrerseite. Dadurch kann man oben ein bisschen auseinanderschlafen und die Füße strecken halt zusammen. So, dann haben wir hier nochmal die Ablagen auf beiden Seiten. Kriege ich auch nochmal gut was rein. So Kleinigkeiten, Handy oder ähnliches. Ja, das war's mit dem. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, vergesst das Abo nicht. Bis dann, bye bye.